Hallo und willkommen zurück zu Marvel Spider-Man. So, heutige Folge fangen wir an mit den Fistverstecken. Ich bin schon gleich mal hier bei einem. Nee, keine Zeit ist dafür. Hier müssen wir noch als Bonusziele 10 perfekt mal ausweichen und drei Scharfschützen lautlos erledigen. So. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Einen haben wir hier, der andere ist irgendwo da hinten. Und fehlt noch einer. Da fehlt noch einer. Gut, gucken wir mal. Da ist der eine Scharfschütze. Okay, wie kriegen wir den lautlos weg? Alle Einheiten 10-10 Drogenhandel. Verfügbare Officer im Finanzviertel benötigt. Juri, die Baustelle ist so legal wie die Uhren, die am Times Square verkauft werden. Für einen Haftbefehl reicht das nicht. Wenn du reingehst, dann auf eigene Faust. Also wie immer? Ich will nicht respektlos sein, aber wenn wir kurz nochmal weiter bezahlen, wie kannst du das fragen und. So, lass mal gucken. Lass mal abchecken. Da ist einer, da ist einer. Den kriegen wir wahrscheinlich easy lautlos weg, weil da keiner ist. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da rüberkommen, ohne dass er uns sieht. Der ist sicher. Okay. So, das war Nummer 1. Der ist auch sicher. Oder? Jo. Das war Nummer 2. So, und der dritte war ja da hinten. Jetzt müssen wir gucken, ob der sicher ist. Der ist sicher. Okay. Gut, jetzt geht's ums perfekte Ausweichen. Oh, tschüss. Halt. So, dann kommt mal alle her hier. Ich muss mal ein bisschen perfekt ausweichen. Hallo. Hey, ich hab Spider-Man im Visier. Ich seh ihn. Schnappt ihn euch. Kuckuck. Ja. Ja, guck mal her. Ja, doch. Wir haben es ja gleich. Schick Eriks Leute her. Hier ist was faul. Er darf uns nicht besiegen. Schwärmt aus! So, einer brauchen wir noch. Na komm her. Zack, Bonusziel erreicht. Und jetzt können wir uns aufs Kämpfen fokussieren. Ihr seid zu spät, Leute. Keine Sorge, ich habe noch jede Menge Facekicks übrig. Oh, das ist bewaffnet. Große Fehler gemacht. Jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Hallo, hier bin ich. Oh. Das wird dir das Maul stopfen. Autsch. Spider-Man, ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartellscheinfirmen. Sie
So, du musst jetzt mal weg hier. Nicht mehr lange. Nein. Steht mal fest. Ach, du bist das. Buh. Da. Großartig, noch mehr von denen. Leute, Fisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Hier bin ich. Aus dem Weg. Ey. Kuckuck. Noch mehr Verstärkung? Letzte das Welle. Geht aber nur, wenn ihr alle in Clown-Autos kommt. Schieße ihn in Stücke. Dafür schieße ich dir den Kopf weg. Ausschalten. Autsch. Ja, toll. Das war jetzt unfair. Oh. Haben wir alle? Ich höre noch einen. Du lebst ja noch. Da ist noch ein Raketenwerfer. Reicht das? Nö, leider nicht. So, das haben wir abgeschlossen. Komplett. Yuri, ich habe hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designerdrogen. Sie warten schön abgepackt auf dich. Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis. Drei Basismarken, wunderbar. Erneut versuchen? Nö. Problem ist jetzt, die anderen sind alle weit weg. Warte mal, ich guck mal gerade. 8 Minuten. Ja. Dann schwingen wir da mal schnell hin, ne? Das sind ja nur 3,3 Kilometer. Dann nehmen wir das Versteck auch noch mit. Ich glaube, weil die kommen, die Verstecke kommen ja random. Muss so gegen mich sein. Ich will nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Was ich sagen wollte, wegen den ganzen Verbrechen. Das meine ich nämlich zum Beispiel. Die kommen ja random. Wenn ich da nur Folgen mache, das könnte sich ziehen, bis da mal einer kommt.
Vor allen Dingen brauche ich ja auch bestimmte. Für die Trophäe auch. Also man muss ja jede einzelne verschiedene Verbrechen, was es gibt. Deswegen, also die Verbrechensmarken, beziehungsweise die ganzen Verbrechen. Das kann sein, dass die zwischen. Ja. Dass die dann zwischendrin einfach gemacht wird. Weil das ist mal. Das könnte sich, wie gesagt, richtig ziehen. Captain, so. Ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist sie dann nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Okay. Dann kennen Sie den Boss nicht. Ja, viele Leute schulden Ihnen Gefallen. Das ist sicher. Das der Herr und der Bürgermeister sind Kumpel. Haben Sie zum Gabel. Der Boss hat ihn nie getraut. Drei Lautlose. Was ich gehört habe, wird sich Osborn bald wünschen, er hätte sich an seine Freunde erinnert. Mr. Fisk ist immer fünf Schritte voraus. Okay, der müsste noch sicher sein hier. Ja. Okay. Dann können wir wieder normal ran. Jetzt müssen wir gucken, dass wir 10 Objekte werfen. Das dürfte eigentlich kein Ding sein. Ich sehe ihn. Hallo. Einmal. So, gucken wir mal. Wo haben wir denn hier was? Da bist du ja. Flatsch. 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 Spider-Man, tötet ihn. Ja. Flatsch. So, noch 3 Stück. Bam. Das wird ein mieser Tag für den Erdbeer. Gleich wirft er damit. Okay, das zählt nicht. Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Keine Spielchen mehr. Doch. Jetzt können wir loslegen. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Komm mal her hier. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Oh, hier sind wieder Sachen gespawnt. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 3 Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Und noch mehr. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Komm mal her. Die mit den Waffen müssen weg hier. Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche kloppen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Ich werde
Oh nein. Bleibt er kleben? Nee, natürlich nicht. Ach, der ist schon tot. Und, oh, hat das jetzt nicht gereicht. Ihr schafft das, ja. Ihr habt's drauf. Komm. 1 gegen 1. Ah, der lebt ja noch. Ah, tschüss. Gut, das hätten wir auch. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drin alles steuern. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Gut, haben wir auch 3 alles gepackt hier. Okay, jetzt haben wir noch insgesamt 3 Verstecke plus einen, den wir noch machen müssen. Wegen dem 10 Finisher. Gut. Hat man eigentlich schon Levelaufstieg? Ich glaube nicht, ne? Doch, geil. Können entwaffnen, also können wir jetzt auch theoretisch hier oben weitermachen. Luftschleuderangriffe wollte ich schon mal gerade gucken. Luftschleuderangriffe, das war hier, glaube ich, ne? Lufttricks, Luftreißer. Luftschleuderattacken, was ist denn das? Abheben. Das ist Wurf. Das hat, glaube ich, mit dem Bodenschlag. Das ist gefälscht. Ausweich. Das ist auch nichts. Lauer Tickdown ist auch nicht schlecht. Gefahren zu einem Stück gegen. Hochziehen wieder und räumt ihn. Okay, Spinnrad. Ja. Ist das eventuell Viereck drücken? Also gedrückt halten? Luftschleuder. Ne, das muss ja aus der Luft. Das muss ich mal austesten dann. Gut, ich würde sagen. Das und das machen wir zusammen. Und die 2 machen wir zusammen in einer Folge. Also würde ich sagen, nächste Folge machen wir die 2 Verstecke. Bis dahin, ciao, ciao.